Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer War of the Spark Spielraum Spoiler-Alarm-Reihe. Bei mir sitzt der Herr der Karten, Patrick Portele. Mein Name ist Christoph Postel und wir plaudern heute über die schwarzen Karten und starten direkt mit einem legendären Artefakt, und zwar Bolas Zitadelle. Mhm. Für Triple Schwarz, drei farblos. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Du kannst die oberste Karte dieser Bibliothek spielen. Falls du auf diese Weise einen Zauberspruch wirkst, bezahle Lebenspunkte in Höhe seiner umgewandelten Mana-Kosten, anstatt seine Mana-Kosten zu bezahlen. Ja. Und tappe die Zitadelle. Opfere 10 bleibende Nicht-Landkarten. Jeder Gegner verliert 10 Lebenspunkte. Ja. Ich finde diese Karte mega interessant, weil das eine weirde Kombo-Karte ist, mal wieder. Mhm. Wenn du schaffst, das zu spielen mit relativ vielen Lebenspunkten, es ist immer ein bisschen so wie, das schwarze Spell, wo du aufdeckst Karten und so viel Leben verlierst, wie die Mana-Kosten sind, was man im Storm-Combo spielt. Ja, ja, ich weiß schon, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, es ist ein bisschen in diese Richtung. Es ist halt ein Permanent und du kannst es halt selber entscheiden, weil du ja vorher siehst, was es ist. Das ist, wenn ich deine Bolas-Zitadelle habe, sage ich, na, das spiele ich jetzt lieber nicht. Mhm. Ja, aber wenn oben halt das ein Mana-Spell ist, der halt drei Mana macht, ja, ich spiele Ritual, dann spiele ich's. Also das ist halt, ich finde das richtig cool. Also ich glaube nicht, dass das für Standard irgendwas macht. Sagst du so, wie sie ist. Wahrscheinlich nicht, weil in Standard gibt es zu wenig Low-Mana-Cost-Impact-Karten. Aber ob das vielleicht eben das andere ersetzen kann in Legacy. In Legacy, das kostet halt 5 Mana in diesem Spell. Das kostet 6 Mana in diesem Permanent, aber dafür kannst du da aussuchen. Ob du es castest oder nicht. Keine Ahnung. Ich finde es interessant, diese Opfere 10 bleibenden Nichtlandkarten, jeder Gegner verliert 10 Lebenspunkte. Das ist so klassisches Commander. Du machst jetzt einfach unbeliebt und fetzt jeden 10 Damage an. Ja, ich meine, das ist, wenn du halt ein Deck spielst, wo du das halt jetzt nicht in einem weirden Combo-Spell-Based Deck spielst, sondern halt mit irgendwelchen Kreaturen oder so, dann kannst du auch das Deck vollranzen mit Kreaturen oder Tokens, ja, dieses, oder was das, auch immer. Dieses Esper-Zombie-Deck. Zum Beispiel, ja. Das ist verrückt derzeit, überhaupt mit den Göttern und so. Ja, dann kannst du halt alle opfern, wenn du willst, und die restlichen 10, ich meine, die Hälfte der Lebenspunkte, jemanden eine fetzen. Naja, in Commander nicht, oder? Haben die ja, nicht 30? In Commander nicht, aber in Standard zum Beispiel. Hm. Haben die 30 oder 40? 40 und 21, oder? Sind die Damage 21 vom Commander und 40 Leben. Okay. Glaube ich. Das so viel ist mir vom Commander, ist so wie peinlich. Sehr gut. Sowas sollten wir nicht outen, dass wir so Commander-Noobs sind. Nein, das passt schon. Dann geht's weiter. Befehligen der Schreckenshorde für 2 schwarze, 4 farblos, eine Hexerei. Bestimme eine beliebige Anzahl an Kreaturen und oder Planeswalker-Karten deiner Wahl in Friedhöfen. Befehligen der Schreckenshorde fügt dir Schaden in Höhe der Summe der umgewandelten Mana-Kosten jener Karten zu. Bringe sie unter deiner Kontrolle ins Spiel. Ja. Da steht auch wieder Großcommander oben für mich. Ja, es ist, also das ist. Also in Standard kann ich mir das nicht leisten, dass ich meinen 4-Mana-Planeswalker und 3-Mana-Planeswalker hole. Ja. Und zahle halt 7 Leben und 6 Mana. Genau, das ist es halt. Weil es dich halt die Lebenspunkte auch. Es ist in einem Combo-Deck, wo ich mir 3 Kreaturen zurückhole, die all zusammen, keine Ahnung, 6 Leben mich kosten, dann zahle ich 6 Mana und 6 Leben, dafür, dass ich dann gewinne on the spot. Fair. Aber in allen anderen Instances ist das einfach zu teuer. Ja. Nämlich beides, 6 Mana und die Lebenspunkte noch dazu. Dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht hören. Gerne. Dann gibt's Davriel, raubender Schattenmagier. 1 schwarzes, 2 farblose. Kommt mit 3 Loyalty-Countern ins Spiel. Static Ability zu Beginn des Versorgungssegments jeden Gegners und falls jener Spieler eine oder weniger Karten auf der Hand hat, fügt ihm Davriel, raubender Schattenmagier, 2 Schadenspunkte zu. Und -1, ein Spieler deiner Wahl wirft eine Karte ab. Ja. Den finde ich eigentlich ziemlich cool. Ist halt ein bisschen ein Rack, aber halt nur auf eine Handkarte, was schon recht wenig ist. Und dafür kommt halt nur mit 3 Loyalitätsmarken, dafür könntest du ihn auch selber töten, wenn du halt 3-mal Minus machen möchtest. Genau. Ja, er ist okay. Ja, 3-mal Discard ist okay für 3 Mana. Also 3-mal Discard finde ich echt okay. Du musst denken halt, in ein Deck, wo halt mehr discarded wird, oder ja, eben in so einem klassischen, kann man schon vorstellen, dass das ein Rack Planeswalker theoretisch sein könnte. Ja. Ja, du hast halt dann noch mehr Spells, die halt, also Winning Options, weil du hast momentan halt das Enchantment, das Lily Enchantment,
Und du hast halt das. Waste Not, oder? Na, Wasted macht ja nichts. Spielen die kein Waste Not mehr? Ich weiß nicht, aber das gewinnt ja nicht. Das geht, ich rede von diesen Enchanten, die Schaden machen. Ach so, die definitiv. Artefakte, die Schaden machen, wenn du x oder weniger Karten hast. Ja. Und da ist er in dieser Riege, tut er sich halt eingliedern. Er kostet halt 3 Mana. Macht halt beides. Ist okay. Ist okay. Das er ist halt, cool. Er ist also halt für Nische. Ankommen, Planeswalker finde ich ihn gut. Ja, ich finde das Arte ganz witzig. Dann gibt's den Bösen ausliefern. Für. Da finde ich das Artwork sehr interessant, weil das ein ganz anderes Artwork ist als die eigentlichen Artwork. Ich wollte dich gerade fragen, was du zum Artwork. Es gibt Leute, die finden das urschön. Ich finde, das ist, schaut super cool aus. Ich finde das einfach nicht schön. Ich finde es interessant. Ich finde halt es ist ein trifft, anderer Zeichenstil. Es ist nicht meins. Fallen tut's mal nicht. Es ist nicht meins. Ja, meins auch nicht, da Gott sei Dank. Den Bösen ausliefern. Ein schwarzes, zwei farblose Hexerei. Bestimme bis zu 4 Karten deiner Wahl in deinem Friedhof. Falls du einen Bolas Planeswalker kontrollierst, nimm die Karten zurück auf deine Hand. Andernfalls bestimmt dein Gegner 2 davon. Lass die bestimmten Karten in deinem Friedhof. Und nimm den Rest auf deine Hand. Ja. Schicke den Bösen ausliefern ins Exil. Ja. Ja. Ich finde die Karte sehr gut. Actually. Weil in Wirklichkeit ist es halt ein schlechtes Fact of Fiction, weil du halt die schlechten der 2 Karten kriegst, die du auswählst. Aber du weißt praktisch ein Kartenauswähler, wo du bestimmst, welche Karten du ziehst. Und davon, von den 4, die du gezogen hast, ziehst du die schlechten. Ziehst halt. Du die schlechten, außer du hast einen Bonus, dann ziehst du einfach für 3 Mana 4 Karten. Und ziehst die besten 4 Karten aus deinem Friedhof. Und wenn ich bedenke, wie sick ich den Bonus Planeswalker finde, ich meine, kommen wir noch dazu, aber wie auch ja, immer. Ja, der Bonus Planeswalker ist. Ist das halt, warum, dann spiele ich das doch immer. Wenn ja, aber das ist halt kein Vorauf. Das ist halt ein One-Off. Nein. Also ein Vorauf ist nicht, aber ein One-Off ist auch nicht. Wenn ich einen Bonus Planeswalker habe, ist das mindestens ein 2- oder 3-Off. Wenn ich keinen habe, dann ist es vielleicht nur ein 2-Off. Ich weiß nicht. Ich bin immer noch irritiert vom Artwork ein bisschen. Ich finde es halt krass, dass Chase, Chandra, Gideon und Archani da in anbieten. Ja, wir wissen ja noch nicht die Story ganz genau. Das Buch ist ja noch nicht rausgekommen. Ja, ja. Wenn ich das Buch gelesen habe, sage ich es euch. Echt? Du übernimmst die Lore der Serie von mir? Nein. Die Leute werden hyped sein. Nein, weil das ist zu kompliziert. Weil du das dann nachbearbeiten musst. So, dann gibt es die Invasion der Schreckenshorde. Das finde ich halt lustig, ja, wurscht. Für ein schwarzes ein farbloses, eine Verzauberung. Zu Beginn deines Versorgungssegments verlierst du einen Lebenspunkt und wendest Aufmarsch 1 an. Ja. Immer wenn ein Zombie-Spielstand mit Stärke 6 oder mehr, den du kontrollierst, angreift, erhält er Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Ja. Und ich finde die Karte eigentlich okay. Ich finde aber, dieses Amas ist einfach ein Flavor-Fail, noch immer. Es heißt Invasion der Schreckenshorde. Du siehst urviele Soldaten. Du siehst urviele Leute und dann kommt einer. Und mir würde es mehr gefallen, wenn die einfach mehr wären. Oder wenn ich mir aussuchen könnte, ob ich einfach einen zweiten mache oder einen Counter auf einen drauf gebe. Okay, das Aussuchen wäre richtig cool gewesen, das stimmt. Weil, wenn ich sage, ich brauche jetzt den Fetten, oder ich blase die Leute halt auf lange Sicht, aber wenn ich halt mehrere kleine Blocker haben will, dann Invasion der Schreckenshorde und ein 4-4er kommt, ja komm, macht halt der Wanderer kaputt, nicht? Die Wanderin, bitte. Die Wanderin. Also, also die Leute vergleichen das ja mit Bitterblossom. Ja, ja, komm, get the fuck off. Das ist kein Bitterblossom. Es ist kein Bitterblossom, aber es ist nicht viel schlechter. Doch, es ist schon viel schlechter, weil Bitterblossom habe ich fliegt A. Ja. Und B, kriege ich immer einen neuen Token dazu. Ja, der Vorteil an Bitterblossom ist, du kannst halt immer einen Blocker daheim lassen, immer mit ein, zwei Kreaturen richtig angreifen. Und da kannst du passieren, dass du einen Fetten hast und entweder greifst du dem an oder du blockst mit ihm. Das heißt, du bist mehr in diesen Entweder-Oder-Szenario gefangen. Genau. Wenn ich mit Bitterblossom blocken muss, dann block ich. Und wenn ich nicht muss, dann bleibt halt einer retour und der Rest greift an. Ja, ja, das ist natürlich ein Vorteil. Also wenn ich mir es aussuchen hätte können, dann wäre es richtig gut gewesen, dieses Amas. Aber ansonsten finde ich es ja, so mittel. Ich meine, wenn du da für 2 Mana den legst, dann 1-1er hast, ja, und dann wird das halt ein 2-2er, ein 3-1er, ein 4-4er und so weiter. Erstens pressure er halt auch. Zweitens, wenn er mal 6-6er ist, hat er Lifelink. Ja. Und der 1-1er ist halt natürlich, der fliegende 1-1er hat halt Fliegen und kann deswegen durch. Aber der gehende 1-1er wird halt wahrscheinlich nie durchkommen, aber der gehende 4-4er, 5-5er, 6-6er,
ist halt ein Double Threat. Es passt halt weder zu dem Begriff Invasion, noch zu dem Begriff Horde, noch zu dem Begriff Amas, noch zu dem Flavor von Zombies, dass ein Zombie schwach ist und halt viele Zombies stark sind. Ja. Danke. Das macht die Karte nicht schlecht, nur weil der Flavor fehlt da ist. Na, die Karte ist trotzdem nicht gut. Ich finde die Karte nicht so schlecht. Hier scheiden sich die Geister. Offensichtlich. Dann gibt es das Finale der Ewigkeit für 2 schwarze X, eine Hexerei. Zerstöre bis zu 3 Kreaturen deiner Wahl mit Widerstandskraft von jeweils X oder weniger. Falls X gleich 10 oder mehr ist, bringe alle Kreaturenkarten aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Ja. Karte finde ich ganz okay. Ja, es ist halt schon so, dass du, wenn eine große, also sagen wir, du machst X ist 4, das ist 6 Mana, das ist schon relativ viel, dann killst du 4 Kreaturen mit Toughness, 3 Kreaturen mit Toughness 4. Mhm. Das ist okay, aber wenn ich bedenke, für 6 Mana kann ich schon jedes Mass Removal kaufen. Ja, das stimmt schon, ja. Was besser ist. Wenn ich X ist gleich 10 habe, ist es insane, aber dann ist es wieder nur in einem Multiplayer-Format. Aber, ja, das kannst du, also diese ganze X ist 10, das kannst du vergessen für Constructed. Ja. So sehe ich das, das kannst du vergessen. Das würde ich auch gar nicht bei der Evaluierung der Karte mit einbeziehen. Ja, oh ja, weil damit ist es nicht Standard-Playable. Ja, ja, aber das, wenn ich das skalieren kann, naja, es ist trotzdem noch zu wenig. Wenn aus, es ist zu wenig. Schau, wenn ich 4 mache, ja, dann habe ich 2. Nein, vergiss, dann kann es ich ist alle Mono-Rot-Kreaturen. Es ist auch X1 also ist zu wenig. Es ist X1 ist zu wenig, weil für 3 Tokens, 3 Mana zahlen ist auch. Ja, nein, weil ich habe halt diese Golden Demise zum Beispiel, -2/-2 auf alles. Ja, ist besser. Sage ich, nein, ist zu wenig, herzlichen Dank. Dann kommt My Gute Krokodil-Gott. Gott verewigte Bontu. Krokodil. 2 schwarze, 3 farblose, 5/6. Ist bedrohlich. Das ist wirklich bedrohlich. Wenn der Krokodil kommt, dann ist bedrohlich. Ein Zombie-Gott. Wenn die Gott verewigte Bontu ins Spiel kommt, opfere eine beliebige Anzahl anderer bleibender Karten und ziehe dann entsprechend viele Karten. Und dann gibt es wieder die Klausel, wenn die gottverewigte Bontu stirbt oder aus dem Spiel ins Friedhof, aus dem Spiel ins Exil geschickt wird, kannst du sie als dritte Karte von oben in die Bibliothek ihres Besitzers legen. Ja. Ich finde, das gute Krokodil bis jetzt, dadurch, dass diese Ability nur einmal funktioniert, wenn sie kommt, am schwächsten. Okay. Was halt natürlich cool ist bei der wieder, wenn es wieder kommt, kannst du wieder Karten ziehen. Ja, ja. Es ist aber, dass ein 5-6er, der Menace hat, ist schon ziemlich bedrohlich. Und du kannst halt Kartenvorteil auch generieren. Also du kannst halt Stuff, den du nicht brauchst, weg und Taktik. Ja, aber du opferst deine eigenen Karten, um Karten zu ziehen. Ich habe schon Leute gelesen, die sagen, das ist der beste Gott. Ich verstehe es nicht. Ich meine, also die Stats sind super, ja. 5-6 bedrohlich für 5 Mana. Ist schon bedrohlich, oder? Ist wirklich bedrohlich, ja. Der haut gescheit rein. Aber. Das ist ein Krokodil, oder? Was opfer ich? Was opfer ich? Amas Zombie-Horde. Ja, ich opfer einen Token, der 6-6 ist, wenn ich das oft gehabt habe, oder ich opfer einen 1-1er Token, okay. Damit ich dann wieder Amas haben kann. Dann ziehe ich eine Karte. Aber können wir nicht, aber gibt's nicht andere Token-Strategien? Kann man nicht andere Token-Strategien spielen? Ja, Marsch auf der Multitudes, dann bin ich dreifärbig. Weiß, grün, das schwarz. Ist ja kein Problem. Ist eh kein Problem, aber jo. Nein. Also ich finde es vom Flavor her super cool. Ich meine, es gibt noch immer das Seelenwanderung. Da kannst du die Kreatur opfern, dann kriegst du einen 1-1er. Dann könntest du den 1-1er theoretisch mit dem nächsten Iteration wieder opfern. Ja, und so ja, das ist zu anstrengend. Aber ich finde die Karte schon cool. So ist nicht. Also die Karte ist gut. Die Karte ist nicht schlecht. Ja. Also von den 3, die wir bis jetzt hatten, ja, also Stat-wise ist sie theoretisch die beste. Naja, der 4-5er Flyer ist besser, meines Erachtens. Na, ist grenzwertig. Obwohl, der hat Menace. Na, ist grenzwertig, ist ähnlich. Aber Ability-wise finde ich es einfach am schlechtesten. Ich weiß nicht warum. Ja, nein, also ich weiß nicht, warum es andere besser finden. Nein, das weiß ich auch nicht. Dann gibt es die nächste Karte. Kaias Geisterform. Ja. Ein schwarzes, Verzauberung Aura. Verzaubert eine Kreatur oder einen Planeswalker, die bzw. den du kontrollierst. Wenn die verzauberte bleibende Karte stirbt und ins Exil geschickt wird, bringe sie unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Ist, glaube ich, ich wüsste jetzt nicht, was besser ist, aber ich glaube, es ist die beste Commonist im Set. In meinen Augen. Ja, weil es halt so viele Planeswalker gibt, dass du auf die Walker legst.
Ja, und auch wenn ich es auf eine, ich kann es auf eine Walker oder eine Kreatur, sogar wenn ich es auf eine Kreatur lege, sie kommt zurück ins Spiel. Sie kommt nicht auf meine Hand zurück, ich muss sie nicht nochmal die Mana-Kosten zahlen. Ich habe für ein Mana habe ich eine Kreatur einfach gerettet. Es ist praktisch auf einer Kreatur, es ist ein Totem-Armor. Und auf einem Planeswalker ist es einfach, wenn er, ich kann minus, minus, minus machen, wenn er stirbt, kommt er wieder und wenn du ihn abschießt, kommt er auch wieder und er ist dann wieder fett. Ja. Das ist doch geil. Das ist halt ein fürchterlicher Top-Deck, aber ansonsten. Ja, wenn du keine Permanence hast, ist es natürlich eine Katastrophe. Ja, aber ansonsten, ich finde es auch interessant. Jetzt kommt der beste Triumph. Lilianas Triumph. Ein schwarzes, ein farbloses Spontanzauber. Jeder Gegner opfert eine Kreatur. Falls du einen Liliana Planeswalker kontrollierst, wirft außerdem jeder Gegner eine Karte ab. Jetzt habe ich und viele andere Leute auch Ja. gedacht, okay, Modern Horizons kommt. Es kommt entweder Innocent Blood oder es kommt das andere, Diabolic Edict. Und jetzt kommt ein Slightly Better Edict. Ja. 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 Das ist. Diese Karte wird gespielt. Ganz viel. Und ich glaube auch, dass diese Karte in Modern gespielt wird. Einfach, weil sie in Jund mit Liliana of the Veil und Liliana the Last Hope unendlich gut ist. Ja. Ich wiederhole mich, es ist gut. Ja. Ich glaube, in Standard ist es, ich glaube fast, dass es in Standard am schlechtesten ist, weil Standard die meisten Kreaturen hat. Aber nicht als schlechtester Triumph, sondern nur Nein, die nein, Karte an sich. eine Karte ist in dem Ja, Standardformat schlechter aufgehoben als im Modern Format. das schon, das schon, das In schon. Modern, glaube ich, ist es sogar Spur besser, weil es weniger Kreaturen gibt per se und die Decks halt oft halt ein, zwei Kreaturen haben, mit die halt den Fetzen, mit denen sie gewinnen wollen. Sei es eben ein Tarmogoyf, sei es ein Titan, gerade mal Death Human, Shadows. sei Dash oder gerade mal Humans geht in die Breite, weil es halt immer mehr Kreaturen Oder draus hat. Spirit. Oder Spirits, Aber ja. sonst, ja. Aber sonst halt eben nicht. Sogar das Phoenix-Deck haut ein bis zwei Kreaturen maximal raus, wenn es den Phoenix opfern lässt, ist nicht so leid. Und wenn es aber den das Sing in the Sing in Eyes. the Ice weg ist, ist wiederum ganz fair. Also das ist okay. Im Standard. Ja, Im Standard ist es im okay, Standard ja. ist es fürs Kontrolldeck auch noch immer okay. Weil da hast du eh Removal und dann ist es halt ein Removal, was halt nicht fragt, was die Kreatur macht und du nimmst den Gegner wahrscheinlich noch, also vielleicht noch eine Karte mit, wobei im Kontrolldeck will ich wahrscheinlich die Lilie nicht. Die Lilie im Standard ist auch teuer momentan, also Ja. Aber mana-kostenmäßig. darum sage ich ja, in Modern Jund ist diese Ja, Karte mit der drei, mit drei Mana Lilies ist verrückt. es nett, ja. Oder Modern Sultai. Ich warte die ganze Zeit, dass so ein Modern Sultai-Deck kommt, weil einfach schon weird viel Stuff dafür da ist. Die Karte ist richtig geil. Bin fürchterlich begeistert. Dann gibt's, und die Karte ist auch gut, Da haben wir sie gleich. Liliana Schreckenshorde Generalin. Zwei schwarze, vier farblose. Kommt mit sechs Loyalty-Marken, das ist echt viel. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, ziehe eine Karte. Das ist eine super static Ability. Ja, das Eine stimmt. super static Ability. Stimmt. Gleich von Anfang an. Plus 1, erzeuge einen 2-2 schwarzen Zombie-Kreaturen-Spielstein und du bist schon besser als ein Maß 1. Entschuldige, aber es ist Ja. halt. Minus 4 und du kannst nächste Runde noch einen machen und drum hast du auch Schreckenshorde, General. Minus 4, jeder Spieler opfert 2 Kreaturen. Bist du wahnsinnig? Dieser Walker ist sau stark. Minus 9, jeder Gegner bestimmt je eine bleibende Karte von jedem Typ. Bleibende Karten. Bleibende Karten, danke. Die er kontrolliert und opfert den Rest. Also, ich finde das Ultimate an dieser Karte das Schlechteste, weil die Plus-Ability und die Minus-Ability Ja, sau aber wenn gut er dann sind. nur noch ein Land, eine Kreatur, einen Walker, ein Artefakt und ein Enchantment hat, wenn er im Vorfeld alles mindestens einmal hatte, Ja, ist er weiß ich trotzdem schon. Ich gestorben. weiß schon, ja. Aber, sorry, ja, ich hab das falsch gelesen. Ja, es ist das Ultimate auch sau stark. Mein Fehler, es ist verrückt. Die Ja. Karte ist sau stark. Also 6 Mana ist viel, Ja, aber. aber die Leute vergleichen diese im Planeswalker nicht ganz zu Unrecht mit der 6 Mana Elsbeth. Ja. Weil das Plus ist halt eine echte Upside, du machst dann 2-2er, du hast sie sofort auf 7. 7 ist richtig viel, das ist nicht leicht zum Killen. Nein, gar nicht. Sogar wenn du deinen schwarzen Zombie davor stellen musst, um irgendwas Jump zu blocken, ziehst du eine Karte wegen ihrer Static Ability, das halt schon mal sick ist. Ja. Das minus 4 zwei Kreaturen opfern ist. Jetzt kein Wrath-Effekt, aber ist halt schon richtig gut, weil ein schwarzes Deck hat nochmal so viel Removal, dass der Gegner nicht unendlich viele Kreaturen hat. Das heißt, meistens ist es ein Wipe oder knapp dran und im Ultimate gewinnst halt einfach. Ja, natürlich Ja. hat er wahrscheinlich noch eine gute Karte,
im Spiel, aber wenn er mal noch allein auf einem Land runter zu sein, ist über kurz oder lang sein Tod. Das ist ein Control Finisher, meine Damen und Herren. Das ist ein Control Finisher. Ja. Super. Nein, die Karte ist wirklich, wirklich gut. Mhm. Und das macht halt auch dann deinen Triumph viel besser. Das stimmt, aber wie gesagt, sie kostet halt auch 6 Mana. Ja, also ist schon klar. Aber wir wissen, in Standard sind 6 Mana Finisher spielbar. Natürlich, definitiv. Kann mir gut vorstellen, also Grixis Control ist mein nächstes Go-To-Deck und da kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch einmal reinkommt. Das glaube ich auch, weil du halt in Grixis Control auch noch immer den Nicol Bolas, die Nicol Bolas Creature hast. Ja, will ich spielen. Ich bin ja, die willst du spielen, mein Freund. Die willst du spielen. Ja, aber sicher. Puh, weiter geht's. Massaker-Mädel. Ja. Das ist wieder so eine dumme Übersetzung. Massaker-Girl auf Englisch. Das ist auch wieder... Ich finde Massaker-Mädel relativ lustig eigentlich. Ich finde es saublöd. Das ist so unpassend wieder. Massaker-Girl ist ja auch wieder eine der Karten, die jetzt effektiv... Also... Einer der Charaktere, die effektiv eine Karte bekommen haben, weil die gibt es ja schon seit Ravnica und wird ganz oft erwähnt und im Lore auch ganz wichtig und cool. Und endlich gibt es eine Karte, wie wir Philipp. Ja. Gesundheit. Danke. gut, Massaker-Mädel ist auch eine richtig gute Karte. 2 schwarze, 3 farblose, legendäre Kreatur, Mensch, Assassin, 4-4, bedrohlich. Mhm. Wenn das Massaker-Mädel ins Spiel kommt, erhält jede andere Kreatur -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Immer wenn eine Kreatur in diesem Zug stirbt, erhält jede Kreatur außer dem Massaker-Mädel -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Wie viel Flavor kann eine Karte eigentlich haben? Ja. Du kommst rein, es sterben 2, und dann sterben halt noch mehr. Ja, ja. Dann sterben halt noch mehr. Und am Schluss stirbt jeder außer sie. Ja. Also das ist ein cooler Wrath-Effekt auf einer Kreatur, finde ich. Ja. Also ein richtig cooler Wrath-Effekt. Die Situation eintreffen sollte, dass dein Gegner suboptimalerweise Kreaturen in einer Toughness-Kurve hat, ist ja ein Wrath-Effekt. Ja. Und das ist halt einfach ich so das, geil. Ich finde das so geil. Das ist richtig flavorful. Und vor allem, es geht ja auch auf deine Kreaturen, das heißt, du kannst das ja auch theoretisch ein bisschen beeinflussen. Ne? Ja, sicher. Du hast nichts mit -1, was ein 1er ist, und dann habe ich einen Token. Massaker-Girl, mein Token steht bei dir, steht der 2er, der 3er, der 4er oder 5 Toughness-Kreatur. Geil ist. Da habe ich einen 4-4er Menace da liegen. Geil, also diese Karte ist richtig geil. Ich will auch nicht mehr sagen, weil es wäre. Ja, also gefällt auch, ich finde auch das Artwork sehr cool. Und ich das Artwork ist richtig. Und ich finde auch Massaker-Mädel als Name relativ witzig eigentlich. Ist halt ein Mädel, verstehst du? Da ist eh so viel Massaker-Mädel. Man könnte es auch Massaker-Grell nennen, dann wäre es noch besser. Na, geh, okay. Jetzt kommt dem Patrick seine Karte. Obnixil ist der Hasserfüllte. Das bist eigentlich du. Gar nicht wahr. Das bist du. Schau den an, der hat mehr deinen Körper. Das bist definitiv du. Nein. Ich bin keine schwarze Kreatur. Aber der Hasserfüllte ist der Patrick. Du bist Hasserfüllte. Für 2 schwarze, 3 farblose. Geh, sei still jetzt. Hasserfüllte. Für 5 Mana. 5 Mana, 5 Loyalty Counter. Static Ability. Immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, fügt Obnixilis, der Hasserfüllte, jedem Spieler einen Schadenspunkt zu. Also wenn das nicht eine Patrick-Portele-Ability ist, dann weiß ich nicht. Nein, ist sie nicht. Die Karte ist nämlich nicht gut. Ja, aber du willst auch, dass jeder Gegner keinen Spaß hat beim Spielen. Drum beim Kartenziehen gibt es schon Damage. Für -2 zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Ihr Beherrscher zieht 2 Karten. Deswegen ist sie nicht gut, ja. Stimmt leider. Warum zieht der Beherrscher 2 Karten, wenn er nämlich im 2 Damage macht? Ist nicht gut, nein. Weil... Prinzipiell würde ich für 5 Mana, 5 Loyalty plus die Ability eigentlich ziemlich okay finden. Ja, ja. Und das -2 zerstöre eine Kreatur deiner Wahl oder von mir ist, und der Beherrscher zieht eine Karte. Das nein, ist schon zu wär, viel. Wär schon, nein, das ist ganz, schon zu ganz viel. Grenzwertig für Ankommen. Aber 2 Karten, 2. Das ist dumm. Das zerstöre ich meine eigene Kreatur. Ja, ja, natürlich zerstöre ich meine eigene Kreatur, wenn ich 2 Karten ziehe, ist ja klar. Ja. Nein, das ist, sorry, ob nichts ist, aber das ist wirklich. Nicht hasserfüllt, das ist einfach nur blöd. Ja. Danke. Dann gibt es Preis des Verrats. Für ein schwarzes, eine Hexerei, entferne bis zu 5 Marken von einem Artefakt, einer Kreatur, einem Planeswalker oder einem Gegner deiner Wahl. Ja. Die Karte ist halt für ein schwarzes, das ist eine Sideboard-Karte. Wir werden diese Sideboard-Karte sehr oft sehen. Ja. Ich spiele einen Walker, ich mache +1, haha, ich spiele nächstes Mal einen Preis des Verrats, dein Walker ist ein Popsch für einen Mana. Das ist eine gute Sideboard-Karte. Ja, also eine gute, es ist ein Walker-Removal, weil 5 Marken ist schon relativ viel. Und man muss ja auch sagen, es killt auch Amaz-Kreaturen.
die bis 5 ist, weil der Mars ist ja eine 0-0-Markenkreatur mit 5 Marken drauf. Das heißt, wenn ich 5 Marken von der Mars-Kreatur runternehme, ist sie eine 0-0 und stirbt genauso. Das kann auch Hydroid-Grasis töten. Kann auch Hydroid-Grasis töten. Das kann schon einiges töten und das ist halt für einen Mann ein Removal. Es ist natürlich eine Hexerei, aber dafür ist es so billig, dass es nice ist. So, und jetzt sind wir bei der letzten schwarzen Karte angekommen. Bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Der Zauber des Ältesten, der Elderspell. Wer nicht weiß, was das ist, der Elderspell ist, das wollte Nicol Bolas casten, damit er eben wieder ein Pre-Mending Planeswalker wird, weil da war er wie ein Gott und wollte halt allen Planeswalkern den Spark, den Funken badeln, auf Wienerisch stehlen. Und der Elderspell oder Zauber des Ältesten ist 2 schwarze Mana Hexerei. Zerstöre eine beliebige Anzahl an Planeswalkern deiner Wahl. Bestimme einen Planeswalker, den du kontrollierst. Lege für jeden Planeswalker, der auf diese Weise zerstört wurde, 2 Loyalitätsmarken auf den bestimmten Planeswalker. Ja. Bitte äußern Sie sich. Es reicht nicht, dass dieses dumme Grixis-Deck einen Nicol Bolas Creature hat, einen Nicol Bolas Planeswalker, einen Liliana Planeswalker. Das beste Removal, den besten Card Draw? Nein! Wir kriegen auch die besten Sideboard-Karten, damit wir unseren scheiß Nicol Bolas ultimaten können oder unsere Liliana. Also ich glaube, dass diese Karte gespielt wird. Ja, also ich finde diese Karte richtig, richtig gut. Ich habe gelesen im Internet, in den weltweiten, von Leuten, in den weltweiten Internets, die, von Leuten, die Pro-Player sind oder sich so schimpfen, dass sie diese Karte schlecht finden. Und ich frage mich, in welchem Plane lebst du? Nicht auf der Erde, wo jetzt eine Edition mit 36 Planeswalkern rauskommt. Das ist doch, das ist ein 2-Mana unkonditionales, ich töte 1 bis x Planeswalker Removal. Selber wenn ich nur doppelschwarz zahle, ist das gut genug. Genau, und vor allem in doppelschwarz. Bis jetzt hat das immer entweder 3 Mana gekostet oder 2 Farben. Und jetzt kostet es 2 Mana, ich zerstöre einen Planeswalker und wenn ein zweiter zerstöre ich einen zweiten Planeswalker. Und wenn ich einen Planeswalker habe, habe ich noch eine Upside auch. Also ich finde das einfach geil. Und natürlich ist es vielleicht primär eher eine Sideboard-Karte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man es in dem kommenden Metagame 1 bis 2 Mal auch Main-Deck spielen das kann. Das kann man sicher einmal Main-Deck spielen. Ich bin mir sicher, dass man das sicher einmal auf jeden Fall Main-Deck spielen kann. Sogar jetzt gibt es kaum ein Deck, was nicht mindestens einen Planeswalker hat. Also mindestens einen Typ Planeswalker öfter. Ja. Das heißt jetzt Esper, also gerade einmal Monorot nicht. Ja, aber du hast Golgari, Blablabla. Du spielst halt gegen Vinivinri, du spielst gegen Fraskas, du spielst gegen Teferis, Du spielst sicher jetzt gegen Gideons und gegen. Du spielst gegen Gideons auf jeden Lilis Fall. Du spielst gegen Lilis, du spielst gegen Nicol Bolas, Kahns, Ugins, was weiß der Mensch, was noch alles. Also, wenn ich doppelschwarz casten kann, dann habe ich diese Karte in meinem Deck. Finde ich auch. Also, finde ich richtig sweet. Und eben, was du gesagt hast, diese Nicol Bolas Option mit. Besprechen wir dann mehr, weil wir mit Nicol Bolas sind, aber ich zerstöre 1 Planeswalker und lege 4 Marken auf meinen Bolas, ist schon auch sehr insane. Ja. Na gut, ich glaube, das war's. Der Rant. Nein, nicht der Rant, der Hype. Ich bin gehypt von dieser Karte. Mir taugt die Karte. Pro-Player oder die sich selber Pro-Player schimpfen. Genau, das mache ich schon. Kein Nix. Wenn sie meine Karten schlecht finden, dann sind sie schlecht. Patrick, danke für deine wertgeschätzte Meinung. Euch danke fürs Zuschauen. Ihr könnt mir immer liken, subscriben, kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter und uns sogar auf Instagram finden. Und ihr könnt das Glockensymbol anklicken. Bing! Und uns natürlich auch im Spielraum in Wien antreffen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mit den roten Karten. Da kommen Karten. Ein paar coole Karten dazu. Kann ich schon jetzt schon vorweggreifen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ciao, aber. Wieder gut gegangen mit der Nase, hast du gemerkt? Ja. Sagt er das?